Alle guten Dinge sind drei. Der Winter ist in Wildenthal wieder eingekehrt. Und alles ist schön verschneit. Es ist Abend geworden. Auf der Straße ist niemand zu sehen. Der Vollmond war der erste am Treffpunkt. Als alle da waren, ging es auch schon los. Der Weg führt uns in den Wald, vor 1000 Jahren noch Miriquidi genannt. Dunkles Holz, undurchdringlich, Urwald. Ganz so schlimm ist es heute nicht mehr. Und ganz so viel Schnee liegt wohl auch nicht mehr in diesem Winter. Kleine Geschichten gestalten die Wanderung abwechslungsreich. So, die Fackeln brennen langsam nieder. Es wird Zeit, dass die Wanderung zu Ende geht. Ich hoffe, ihr schafft die letzten Meter noch. Aber nicht nur die Fackeln beleuchteten unseren Weg, sondern auch der Mond gab sich tüchtig Mühe. Vollmond. Und schon erreichten wir das legendäre Schmugglerlager. Alles war perfekt vorbereitet, ein Feuer brannte. Viele kleine Lichter spendeten nicht nur Licht, sondern auch Wärme im Herzen. Es wurde fleißig gegrillt und auch kräftig zugegriffen. Es war ein richtig schöner Abend. Aber dann zog wieder Ruhe am Waldbad ein. Und als auch der Mond untergegangen war, wurde es wieder dunkel. Doch, Miriquidi?